Und wir kommen noch mal kurz zurück zur SPÖ. Die ist in Vorarlberg ja so klein, dass sie schon froh sein muss, wenn sie in den Vorarlberger Nachrichten vorkommt. Aber heute hat sie es sogar auf die Website der BBC geschafft. Und zwar, weil 400 ihrer Wahlkampfhelfer spurlos verschwunden sind. 400 von rund 3000 Gartenzwergen, mit denen die Vorarlberger Genossen, nicht ohne Selbstironie, im Landtagswahlkampf werben. Hat sie der politische Gegner gekidnappt? Matthias Schromm auf Spurensuche. Die Vorarlberger SPÖ ist klein. Bei der letzten Landtagswahl haben die Roten gerade einmal 10% erreicht. Mit der eigenen Größe, oder eben in diesem Fall Kleinheit, wird jetzt aber um Stimmen gekämpft. Die sogenannten Coolmen sollen die Wählerschaft ermuntern, diesmal für die roten Außenseiter zu stimmen. Statt Wahlplakaten sind im ganzen Land Zwerge aufgehängt und aufgestellt worden. Ganze 400 wurden jetzt am Wochenende geklaut. Etwa an Laternenmasten, an denen jetzt ÖVP-Wahlplakate hängen. Mag ein Zufall sein, das ist an vielen solchen Standorten passiert, dass dort, wo Coolmen gehangen sind, jetzt ÖVP-Plakate hängen. Wie gesagt, ich glaube an den ein oder anderen Zufall, aber nicht an 400. Wir weisen das aufs Dramatischste zurück. Wir haben mit dieser Zwergenklau-Geschichte nichts zu tun. Und wir setzen uns mit dem politischen Mitbewerber inhaltlich auseinander und nicht auf Zwergenniveau. Über das Schicksal der gestohlenen Zwerge ist des Weiteren nichts bekannt. Die SPÖ wird jedenfalls 1000 neue aufhängen. Eines ist den Vorarlberger Roten jedenfalls gelungen, ins Gespräch zu kommen. Und das ist wohl das, was für eine 10%-Partei im Wahlkampf am meisten zählt. Gartenzwerge entführen, wer macht denn sowas? Bei unseren gibt es übrigens eine Frauenquote, erfüllen ja auch nicht alle.